yeah, Elektrostadt. Arriba, meine Freunde, jetzt geht es gleich und ohne großartiges Nasenintro weiter mit dem zweiten Teil meiner wunderbaren kleinen Reihe über Geraffel, das der Mensch braucht. Oder zumindest der Mensch, der irgendwas mit Elektronik machen will. Ja, das wird heute ein bisschen länger dauern. Ich habe hier nämlich, wie man sehen kann, eine ganze Menge Scheiße auf dem Tisch liegen, die ich euch mal zeigen und näher bringen will, damit ihr wisst, was man so alles dringend braucht, wenn man tatsächlich basteln will. Es kann sein, dass ich mich hier und da mal mit der Reihenfolge vertue oder ein bisschen wirr bin oder irgendwas in der Richtung. Da müsst ihr durch. Kriegen wir hin? Also fangen wir mal gleich an mit dem allerersten, was man braucht. Das Breadboard. Jetzt wollen wir mal schauen, wo muss ich das hinlegen, damit das gut liegt. Ach, hier. Das Breadboard ist eigentlich nur ein Stück Plastik mit Leiterbahnen hier unten drin. Und da kann man wunderbar kleine elektronische Schaltungen drauf aufbauen, ohne dass man gleich rumlöten muss. Das ist prima. Für mich war eigentlich genau die Verwendung von so einem Breadboard das, was mich dazu gebracht hat, mich endlich so richtig für Elektronik zu begeistern. Also man sieht hier zum Beispiel, das ist so eine kleine Schaltung, die ich mal aufgebaut habe, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendein Oszillator mit einem Op-Amp, genau. Und so ein Breadboard ist absolut unverzichtbar. Ich habe im Moment, glaube ich, 4 oder 5 davon rumliegen. Die kriegt man bei Amazon für ziemlich kleines Geld. Braucht man. Das nächste, was man dann mit dem Breadboard zusammen braucht, finde ich zumindest, ist eine Reihe von solchen kleinen Drahtbrücken hier. Ich mache das mal auf. Die Drahtbrücken, die da drin sind, sind halt genau dafür geeignet, dass man sie in so ein Breadboard reinstecken kann und Kabelverbindungen machen kann. Sehr schön, um halbwegs sauber sowas aufzubauen. Also nochmal zu dem Teil von eben zurückzukommen. Man sieht hier, relativ unsauber ist es, wenn man hier mit solchen Kabeln rumspielt. Ziemlich sauber ist es dahingegen hier, wenn man da die Verbindung mit diesen Drahtbrücken macht. Sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Drahtbrücken. Bei den Drahtbrücken gibt es mehrere Sachen, die man haben sollte. Das Einfachste, was man eigentlich sofort mal haben muss, sind diese Dinger hier. Jumperkabel. Gibt es in verschiedenen Ausführungen für ziemlich wenig Geld, beispielsweise bei eBay, bei Amazon und eigentlich bei jedem Versender. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die besten eigentlich diese Dinger hier sind. Das sind im Grunde genommen Flachbandkabel, die an den Enden solche Stecker hier haben. Die gibt es in männlich und weiblich. Und ja, man sieht schon, ich weiß nicht so ganz genau, wo hier der Mittelpunkt ist. Und diese Stecker, kriegst du das Auto fokussiert? Ja, genau. Diese Steckerteile hier, die kann man dann einfach nehmen und kann das Flachbandkabel teilen und kann sich damit ganz gut Verbindungen zusammenbasteln. Ich verwende die ganz gerne als provisorische Flachbandkabelverbinder, wenn ich irgendwie, was weiß ich, mehr Pin-Krempel machen soll. Was ganz wichtig ist, es gibt diese Kabel, habe ich gesehen, in 2 verschiedenen Hauptversionen. Das eine sind diese hier. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Die haben, oder auch diese hier. Das ist der richtig billige China-Schrott. Die haben diesen runden Kopf hier. Nachteil, der Kopf ist relativ breit. Und wenn man viele davon nebeneinander aufs Breadboard stecken will, passen die nicht richtig. Ich muss mal sehen, ob ich das Gegenbeispiel finden kann. Sieht schlecht aus. Ah doch, hier habe ich einen. Es gibt welche, und das sind genau die, die auch aus diesen großen Strängen kommen, die solche viereckigen Stecker oben dran haben. Und die sind absolut knorke, weil die passen auf dem Steckbrett in beliebiger Menge nebeneinander hervorragend. Also wenn ihr solche Jumperkabel hier kauft, am besten darauf achten, dass ihr die mit den viereckigen Steckern oben bekommt. Am besten halt gleich in dieser Form. Okay. Das zu den vorgefertigten Jumperkabeln. Weg damit. Das nächste, was man braucht, geht sehr in dieselbe Richtung. Schaltdraht. Schaltdraht ist im Grunde genommen genau das, wo diese Jumperkabel draus gemacht werden. Nicht zu verwechseln mit Schaltlitze. Schaltlitze ist das mit den vielen kleinen Strängen drin. Dieser Schaltdraht hier ist wirklich so ein massiver Draht, der, also den kann man auch so schön in Form bringen, zum Rip. Da kann man sich diese Steckbrückendinger selber draus bauen. Außerdem eignet sich das ganz wunderbar,
um auf Lochrasterplatinen Verbindungen zu machen, lauter so ein Zeug. Sollte man ein paar Rollen in verschiedenen Farben haben. Ich empfehle zumindest Rot, Schwarz, Grün, Blau. Ich habe das Zeug in allen Farben des Regenbogens. Ich stehe da total drauf. Dann das letzte aus der Kategorie, was ich jetzt erstmal haben werde, ist das hier. Verzinnter Kupferdraht. Ist im Prinzip dasselbe wie Schaltdraht, nur ohne Isolierung. Ja, sieht man das hier, genau. Und das Zeug hier ist deswegen so genial, weil man es verwenden kann, um bei Lochrasterplatinen auf der unteren Seite gewissermaßen Leiterbahnen zu bauen. Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Übrigens auch ein heißer Tipp, kauft euch bei eBay alte Zigarrenkisten. Das ist einfach das Geilste für Aufbewahrung. Genau, wo sieht man mal sowas schön? Na, man sieht es hier nicht wirklich gut, fürchte ich, aber hier, diese Leitung da, das ist mit solchem Draht gemacht. Damit kann man wirklich blitzsaubere Leiterbahnen auf Lochrasterplatinen machen, kann ich sehr empfehlen. Gut, damit haben wir im Grunde genommen mal so die wichtigsten Kabelsachen durch. Und zwar aus dem Bereich, ich will nicht löten. Sehr gut zu diesem Bereich passt auch dieses Baby hier. Das ist ein Arduino. In diesem Fall ein Arduino Mega. Ist der große Bruder von dem Uno, den die meisten Leute verwenden. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt den Mega braucht. Als ich den ganzen Kram gekauft habe, habe ich mir einfach gedacht, ist größer, ist teurer, kaufe ich, brauche ich. Mittlerweile denke ich mir, naja, mit so einem Uno R3 wäre ich auch klargekommen. Vorteil von diesem Arduinos ist, man hat eigentlich alle Verbindungen, die von diesem Mikrocontroller hier ausgehen, auf diese Pfostenleisten rausgeführt. Das heißt, man kann solche Kabel hier nehmen, kann die hier reinstecken, dann schnappt man sich sein Breadboard und steckt die Kabel hier rein und dann kann man so seine Schaltungen aufbauen. Ist unheimlich bequem, man braucht keinen Lötkolben, man kann einfach mal rumexperimentieren. Man kann Sachen abziehen, andere Sachen reinstecken, gucken, was passiert. Ist eine ganz großartige Sache und war also für mich der Grund, dass ich überhaupt in diesen ganzen Elektrokram eingetaucht bin, weil das ist so schön einfach und experimentierfreudig, das ist wie Lego spielen. Super. Und aus dem Grund empfehle ich euch für den Einstieg unbedingt so ein Arduino kaufen. Es kann sein, dass ihr nach relativ kurzer Zeit sagt, ey, das Teil ist mir eigentlich zu beschränkt und es ist zu groß und es ist auch zu teuer, um seine eigene Schaltung einzubauen und irgendwo einfach liegen zu lassen. Ja, das stimmt alles, aber es ist für den Einstieg eine wunderbare Möglichkeit, um die Hürde zu senken. Kaufen. Nicht unbedingt den Mega, aber Arduino, super Sache. So, next. Wir hatten Kabel, wir hatten Arduino. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal auf ein paar von den ganz typischen passiven Bauteilen, die man braucht. Passive Bauteile, was sind passive Bauteile? Sag mal, das erste, was ihr an passiven Bauteilen braucht, sieht ungefähr so aus. Ich empfehle euch dringend, so ein Widerstandssortiment zu kaufen. Da ist im Regelfall alles drin, was man braucht. Schön sortiert. Das hat den Vorteil, solange ihr noch nicht gelernt habt, diese Farbcodes von den Biestern hier zu lesen, das kann eine Weile dauern, bis man mal irgendwann ganz spontan checkt, was diese Ringe hier bedeuten. Bis dahin könnt ihr mit so einem Sortiment, na, da schaut man hier oben einfach, ah, was ist in welchem Fach drin? Super, ich brauche jetzt 1 Kilo Ohm, das sind diese hier. Und dann braucht man auch an der Stelle sich das einfach nicht mehr zu merken. Ist top. Das Sortiment hier finde ich auch schön. Ich finde den Koffer gut, hat eine vernünftige Größe für die Teile. Würde ich unbedingt kaufen. Das bleibt nicht das Einzige, was man in der Richtung hat. Wenn man ein bisschen mehr macht, dann sammelt sich nach einiger Zeit sowas an wie bei mir hier in dieser Kiste. Ja, man hat dann halt die etwas exotischeren Werte. Aber hey, ihr braucht nicht so anzufangen und ich würde es euch nicht empfehlen. Ich würde sagen, wirklich für den Anfang und auch für die üblichen Werte, die man immer wieder braucht, ist es ganz hervorragend, wenn man so einen Sortimentskoffer hat. Das zweitwichtigste nach den Widerständen, zweitwichtigste, sind, wie jeder sagen wird, Kondensatoren. Kondensatoren habe ich hier drin. Gibt es auch als Sortimente. Ich habe mir keins gekauft, frag mich nicht warum. Es war mir einfach nicht danach. Ich habe hier eine ganze Menge von den Dingern drin, verschiedene Sachen.
Das hier sind diese sogenannten Elektrolytkondensatoren. Das sind die, die man nicht falsch rumpolen darf. Das hier sind Keramikkondensatoren. Die kann man beliebig rum reinstecken. Und als Faustregel würde ich sagen, für den Anfang gibt es eigentlich in erster Linie zwei Kondensatorgrößen, die man unbedingt braucht. Und zwar 22 Picofarad, die sind wichtig. Das sind nämlich die, die man wenn man einen Quarz an seinem Mikrocontroller dran hat, dann braucht man zwei von denen hier, um den Quarz abzupuffern. Und das zweite, was man braucht, sind 100 Nanofarad. 100 Nanofarad sind die Kondensatoren, die man zwischen Spannungsversorgung und 5 Volt bei jedem IC, den man hat, klemmen sollte, um dafür zu sorgen, dass da Spannungsspitzen abgefangen werden. Und von denen braucht man definitiv auch ein paar. Die sind richtig wichtig. Und ansonsten schadet es nicht, wenn man noch so ein paar von den Elkos hat in verschiedenen Größen. Ja, also was ich bis jetzt am meisten benutzt habe, waren hier diese 10 Mikrofarad. Die sind eigentlich recht gut. Aber ich sag's mal so, wichtig sind für mich vor allem 100 Nanofarad und 22 Picofarad gewesen. Damit wäre ich die ersten 3 Monate oder so prima rausgekommen. Danach habe ich erst angefangen, irgendwelche Sachen zu bauen, wo es dann hieß, ja, in der Schaltung muss so und so rein. Dann habe ich mir halt die benötigten noch nachgekauft. Sehr geil sind übrigens die hier. Braucht am Anfang nicht, will ich aber mal zeigen, weil sie mir echt Spaß machen. Das sind die, die ich verwendet habe, um das Uhrenmodul in meinem Wecker abzupuffern. 1,5 Watt, mehr Power. Da kann man ganz schön Energie drin speichern. So, Kondensatoren braucht man. Das nächste bei diesen typischen passiven Bauteilen sind diese Biester hier. Was sind das? Das sind Ionen. Die hier, 10er Dioden, ziemlich spezielles Zeug, braucht er nicht. Das hier sind normale Dioden, hat mir Paul geschenkt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für welche sind, Tütenbezeichnung. Das hier sind die, die ich eigentlich die ganze Zeit verwende, wenn ich mal eine Diode brauche. Die sind, ne? Ich kriege das hier noch hin mit der Kamera und den Autofokus und den Teilen und überhaupt. Das hier sind Dioden vom Typ 1N4007. Ganz einfache Siliziumdioden, nichts Besonderes dran, können einiges an Spannung ab. Und weswegen ich die besonders gerne mag, ist, weil sie haben so einen dicken Draht dran, der noch prima ins Breadboard passt, da dann aber auch richtig fest sitzt. Und wenn man den verbiegt, dann bleibt er einigermaßen vernünftig stabil in der Form und wird da nicht so ein wabbeliges, ätzendes Ding. Also die finde ich recht schön, die sind schön stabil. Und wenn man die Drähte mal abknipst und man sie irgendwo verlötet hat, kann man die Drähte wunderbar als kleine Steckplücken oder sowas verwenden. So, Dioden. Nachdem wir die Dioden hatten, dann gehe ich zu den direkten Verwandten der Dioden, die Leuchtdioden. Leuchtdioden sind klasse, weil man mit Leuchtdioden irgendwelche Sachen anzeigen kann. Sollte man unbedingt haben, und zwar genug davon. Ich habe hier blaue und ein paar rote und grün und was ich nicht noch so alles habe. Wobei man sagen muss, das hier ist nur meine Geraffelbox für, ich brauche mal eben kurz für eine Schaltung auf dem Breadboard ein paar Leuchtdioden, um was anzuzeigen. Bei den Dingern ist es so, man kann auch von denen nie genug haben. Und manche Leute können noch gar nicht aufhören, welche zu kaufen. Den eBay-Chinesen sei Dank habe ich immer genug Leuchtdioden. Das Schöne bei denen hier ist, ich verlinke die auch unter dem Video, die kaufe ich bei so einem Typen, der heißt Tinksy Shop. Und da bezahlt man dann für 100 Stück ultra helle gelbe Leuchtdioden, ich glaube 9,85 € inklusive Versand aus Shenzhen. Da kann man nichts mehr dagegen sagen. Das ist so billig. Die kann man theoretisch einmal benutzen und danach wegschmeißen, so billig sind die. Ihr werdet wahrscheinlich auch relativ bald solche Päckchen hier haben, weil es ist einfach so verlockend, viele Leuchtdioden zu kaufen. Gut, nach den Leuchtdioden komme ich auf ein ganz wichtiges Thema, Transistoren. Transistoren braucht man auch ein paar. Allerdings, das hier ist auch schon wieder eher so, was halt passiert, wenn man eine Zeit lang alles Mögliche nachbaut. Und immer wenn man irgendwas braucht, alles kauft, was man dafür gebraucht hat. Tatsächlich für den Anfang würde ich empfehlen, ein paar von diesen hier. BC33740
sind so kleine, einfache Dinger, kosten echt nicht die Welt. Ich glaube 2 Cent pro Stück oder so, wenn es hochkommt. Und na, wenn ich sie finde. Genau, hier das Gegenstück dazu. BC327. Der Unterschied ist, die einen sind NPN, die anderen sind PNP. Was das bedeutet, erkläre ich hier nicht, aber die braucht man beide manchmal. Und ich würde sagen, wenn man die 337er und die 327er hat, von jedem sowas, weiß ich, sich mal 10 Stück gekauft hat, dann hat man insgesamt 1 Euro ausgegeben und ist damit auch versorgt. Früher oder später sieht die Sammlung immer so aus, da kommt man nicht dran vorbei. Aber für einen Anfang zum Experimentieren reichen eigentlich die BC337 und 327. Nachdem wir die Transistoren hatten, gehe ich auf ein Bauteil, das eine besondere Beziehung zu Paul hat. Paul Bogalinski, kennt er ja, ne, den verlinke ich ja auch immer. Quarze. Pauls besondere Hassliebe zu Quarzen ist die, dass er sich immer welche kauft und sie dann nicht mehr findet. Ich glaube, eines Tages wird Paul bei sich unter dem Sofa 378.000 von den einzigen, die ihr erstmal braucht, finden. Nämlich diese 16 MHz Quarze hier. Die sind optimal, wenn ihr so einen Art Mega 328 Mikrocontroller mit einem externen Quarz versehen wollt. 16 MHz, top. Kosten nix. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie kosten, aber sie kosten nicht sehr viel. Also von den 16 MHz Quarzen solltet ihr ein paar haben, relativ frühzeitig. Andere Taktfrequenzen, ja, kann man haben, braucht man aber nicht. Jetzt sind wir mit den aktiven, also mit diesen richtigen Bauteilen schon fast durch. Eine Sache habe ich noch, Spannungsregler. Wenn ihr euren Strom aus so einem Labornetzteil holt oder irgendwelchen Batterien oder irgendwelchem Geraffel, dann werdet ihr häufig 2 Probleme haben. Das eine ist, Schaltungen, die sehr wenig Strom brauchen und also nicht genug Last machen, können dafür sorgen, dass so ein Labornetzteil einfach nicht richtig funktioniert damit. Und das zweite Problem ist, wenn ihr Spannungen habt, die nicht richtig stabil sind, dann kann das manchmal dafür sorgen, dass ihr so ganz merkwürdige Ergebnisse bekommt. Da ist es dann ganz gut, wenn man so einen kleinen Gleichspannungsregler davor setzt. Ich habe jetzt 2 Typen, die man mal gesehen haben sollte. Also wenn ich anfangen würde einzukaufen, dann würde ich mit diesen hier anfangen. LM7805, 5-Volt-Spannungsregler. Ich weiß gar nicht genau, wie viel man am Eingang draufgeben kann. Ich glaube bis zu 20 Volt oder so. Hinten kommen endlos stabile 5 Volt raus. Easy zu verbauen, sollte man unbedingt haben. Man kann sich dann eventuell noch so ein paar sogenannte Low-Drop-Spannungsregler wie den LP2905 hier holen. Die Besonderheit bei denen ist eigentlich nur, also beim Spannungsregler ist es einfach so, der braucht eine gewisse Mindestspannung, damit hinten was Sinnvolles rauskriegt, und bei diesen Low-Drop-Typen braucht man weniger Mindestspannung. Für den Anfang reicht der 7805, mehr braucht man da nicht. Von den Spannungsreglern komme ich zu diesen wunderbaren kleinen Teilen hier. Davon solltet ihr ein paar haben, wenn ihr anfangt mit Lochrasterplatinen zu löten. Ich hole das mal hier raus. Das sind einfach nur so kleine Schraubklemmen, die man auf seine Lochrasterplatine drauflötet. Dann kann man an dem Ende hier kann man Stromkabel reinführen. Oben sind Schrauben drauf, um das Ganze zuzuschrauben. Und man hat eine wunderbare Möglichkeit, um seine Stromversorgungskabel auf die Platinen zu schrauben. Davon kann man sich mal so ein Säckchen kaufen. Kosten auch irgendwie 20 Cent pro Stück. Ne? Man kann übrigens ganz gut sehen, wer so mein Lieblings-Crack-Dealer im Regelfall ist. Jetzt haben wir Widerstände, Kondensatoren, Strom für Widerstände und Kondensatoren, den Handjive, Potis. Man braucht einfach ein paar Potis. Da gibt es so verschiedene Typen. Das hier sind sogenannte Trim-Potis. Das sind einfach Drehregler, die man auf seine Platine packt und die man dann mit so einem kleinen Schraubenzieher einstellt. Also jetzt nicht irgendwas, wo man außen am Gehäuse drankommt. Die finde ich sehr, sehr nützlich, wenn man sie gut aufs Breadboard stecken kann. Also die kann man so, wie sie sind, direkt aufs Breadboard packen. Der gängigste Wert für diese Potis in den meisten Schaltungen 10 Kilo Ohm.
Ich habe auch ein paar andere Werte aus bestimmten Gründen mir mal zusammengesammelt, aber das, was eigentlich für die meisten Experimentiersachen benötigt ist, sind ein paar von diesen Trim-Potentiometern mit 10K Ohm. Da werdet ihr auf jeden Fall glücklich mit. Wenn euch der Sinn danach steht, könnt ihr das noch erweitern, indem ihr dann irgendwie noch so ein paar richtige Achsenpotentiometer euch besorgt. Das sind ja auch 10K Ohm. Die kann man dann halt wirklich verwenden, um irgendwie was... Ja, wenn man eine fertige Schaltung hat, die auch mal jemand benutzen soll, dann sind die natürlich besser geeignet, wenn man dran drehen kann. Damit die richtig aufs Breadboard gehen, muss man allerdings sowas machen wie hier. Da habe ich mir einfach ja, so ein paar Pins dran gelötet, damit ich den hier aufs Breadboard stecken kann. Eigentlich noch wichtiger als Potis sind ein paar Schalter und Taster. Dann muss ich mal schauen, was ich hier habe, genau. Für die Breadboard-Basteleien der ultimative Typ sind eigentlich diese hier. Ne? Autofokus, spielst du mit mir? Genau. Das sind einfach so kleine Mikrotaster, die steckt man aufs Breadboard, dann kann man damit rumtasten. Klick, klick. Ja, Telefon im Hintergrund, was soll ich sagen? Ja, Live-Aufnahmen, Frau springt nicht rechtzeitig ans Telefon, aber keine Angst, ich gehe nicht ran. Taster. Braucht ihr eine ganze Menge davon? Ich würde mal sagen, so 4 bis 5 Stück. Im Laufe der Zeit sammeln die sich dann aber sowieso an, weil ihr mit Sicherheit ständig irgendwelche Sachen auseinanderstauben werdet, wo man dann wunderbar Taster retten kann. Gut. Bevor wir zu den komplexen Sachen kommen, habe ich dann noch hier 2 Kleinigkeiten aus dem mechanischen Bereich. Ganz wichtig. Pfostenleisten. Und zwar solche zum Abbrechen, die sind sehr praktisch. Kann man halt einfach hingehen und kann sich dann, na, ich brauche jetzt 4 von diesen Dingern hier, klack, kann man abbrechen, hat man 4 von diesen Teilen. Dazu gibt es dann auch noch die Buchsenvariante. Und das Schöne an denen ist, die passen zusammen. Das heißt, man kann beispielsweise diese hier auf eine Platine reinlöten, dann dieses hier auf eine andere Platine. Und dann kann man die Platinen huckepack zusammenstecken. Sehr praktisch, sollte man immer in größeren Mengen auf Vorrat haben. Auch da ist wieder die Empfehlung, sucht euch irgendeinen China-Dealer. Also ich habe bei Amazon irgendeinen Muckel da gefunden, der die immer in 40er-Packs verkauft, spottbillig. Kosten ungefähr ein 50stel von dem, was ihr bezahlt, wenn das irgendwie in einen normalen Laden kommt. So, was haben wir denn noch? Ein Briefumschlag? Nein, natürlich kein Briefumschlag. Lochrasterplatine. Wichtiges Zeug, wenn ihr tatsächlich mal vorhabt, irgendwie auch mal eine Schaltung zu löten und nicht nur zusammenzustecken auf dem Breadboard. Lochrasterplatinen sind da das A und O. Die Idee dahinter ist, man steckt die Bauteile von hier aus durch, dann kommen auf der Seite die Pins raus, verlötet man, macht Drähte dazwischen, dafür sind dann diese verzinnten Kupferdrähte, die ich vorhin gezeigt habe, super. Und damit kann man dann seine Schaltung bauen. Kann man nie genug davon haben. Wenn man sieht, ich habe da immer so einen kleinen Vorrat auf Lager, wenn ich nachts ein bisschen Hunger habe, dann kann ich so eine Platine hier zu mir nehmen. Heißer Tipp am Rande, um diese Dinger hier auf die richtige Größe zu bringen, nehmt ihr am besten so eine Platine, legt sie hin, ritzt ein paar Mal mit einem Teppichmesser drüber und dann kann man die einfach schön abbrechen. An der Tischkante legen, knack. Nachdem wir jetzt die ganzen Sachen hatten, die, ich sag mal, so Steckverbinder und langweiliges Zeug waren, gehen wir jetzt auf den richtig coolen Scheiß. ICs. Ich habe hier diese wunderbare Kiste, die beschriftet ist mit diverse ICs und die genau das enthält. Diverse ICs. Diese sammeln sich an, ich sag's euch. Ihr werdet in irgendwelchen Tutorials im Laufe der Zeit immer von irgendwelchen coolen Chips lesen, von denen ihr euch denkt, wow, die muss ich unbedingt haben. Und irgendwann habt ihr dann eine ganze Kiste mit so ganz merkwürdigem Zeug voll. Es gibt nur relativ wenige davon, die man tatsächlich relativ frühzeitig mal gesehen haben sollte. Es ist jetzt nicht ganz so einfach, das festzulegen, weil das Blöde ist, naja, man findet im Laufe der Zeit ziemlich viele Sachen cool und dann empfiehlt man die natürlich. Aber ich versuche mal, das so ein bisschen sinnvoll anzugehen. Also, ich denke, das Wichtigste überhaupt sind ein paar Mikrocontroller. Hier steht drauf, Atmega 328 und genau das ist drin. Das sind die Mikrocontroller, die ich in meinen Schaltungen am liebsten verwende. Sollte man haben. Putze ich sie natürlich auch immer. Diese hier, diese AirTiny 85, das sind dann einfach sehr kleine Mikrocontroller.
braucht man aber nicht unbedingt. Ich finde den 328, der auch im Arduino drin ist, das ist ein hervorragender Chip, der eignet sich sehr gut. Eine Sache, die wirklich ein Klassiker ist und die man so vielseitig einsetzen kann, dass man es unbedingt haben sollte, sind diese 555er Timer. Wenn ihr euch die kauft, schaut euch vorher irgendwie mal ein Tutorial an und eine Schaltung, was ihr eigentlich damit machen wollt. Hintergrund ist der, für diese Timer hier braucht man auch noch einen Kondensator, der eigentlich im Grunde genommen dann extern das wichtigste Teil ist. Und da wollt ihr eventuell dann noch ein paar andere Kondensatoren als die, die ich am Anfang empfohlen habe, kaufen. Das nur als Hinweis, die Timer hier funktionieren nicht so einfach nur für sich. Und ja, im Grunde genommen an den wirklich wichtigen Sachen war es das schon. Es gibt ja noch ein paar Sachen, die sind einfach geil, die finde ich super wichtig. Also zum Beispiel diese Schieberegister hier sind ziemlich cool. Kosten auch nicht viel. Aber im Grunde genommen, in dem Moment, wo ihr die Mikrocontroller habt, diese Ablega 328, seid ihr schon mal gut dabei. Die kaufe ich immer bei einem Laden, der nennt sich Gulo Shop. Der ist sehr, sehr günstig. Ich habe auch ein Review von einem kleinen Programmer, den man da brauchen kann in meinen Videos. Schaut mal bei den Produktreviews rein, der Gulo Proc vom Gulo Shop. Genau das wollt ihr nämlich haben. Ja, genug der Chips. Die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Kann ich wegräumen. Das nächste ist, wenn ihr schon mal diese Mikrocontroller habt, dann braucht ihr da so ein bisschen kleineres Zubehör dazu. Was wirklich ziemlich wichtig ist, das sind, sieht man es hier vernünftig, IC-Fassungen. Und zwar für die Mikrocontroller insbesondere, das sind so 2x14 Pins, also 28 Pins. Die sind echt super. Wenn ihr irgendwas auf einer Lochrasterplatine aufbaut, dann wollt ihr das immer mit einem Sockel für jeden Chip machen, weil wenn ihr die Chips direkt einlötet und dann irgendwas schief geht, dann ärgert ihr euch blöd aus. Denn wenn ihr eine Schaltung macht und die dann doch nicht mehr braucht, dann könnt ihr wenigstens noch die Chips vernünftig rauslupfen und irgendwie weiterverwenden. Deswegen Chips immer schön sockeln. So ein paar Kühlkörper, ja, die werdet ihr früher oder später haben, müsst ihr aber nicht gleich kaufen. Das Wichtigste sind erstmal Sockel für eure Mikrocontroller. Das ist ganz cool. Die gibt es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, beim Gulo Shop sogar zusammen mit den Controllern selbst. Aber auf jeden Fall hat der Gulo Shop auch günstige und gute Sockel. So, jetzt wird es langsam lustig. Wir haben hier eine Kiste, diverse Sensoren. Wenn ihr mit einem Arduino rumspielt, wird das Erste, was ihr machen wollt, sein, dass ihr Sensoren an das Ding anschließt und irgendwelchen Kram damit tut. Schöne Sensoren. Ich erzähle mal vielleicht, was so meine kleinen Lieblinge sind, was ich am tollsten finde und was man eigentlich relativ bald haben sollte. Die hier sind sehr geil. Das sind HC-SR04. Das ist ein Ultraschallabstandssensor. Das ist echt geil. Damit könnt ihr auf ein paar Zentimeter genau den Abstand von irgendwelchen Sachen messen. Das ist ein schönes Spielzeug. Dann auch prima, weil insbesondere auch sportbillig, wenn man es bei eBay vom Chinesen kauft, sind diese PIR, Pyroelectric Infrared Fuba Schlag mich tot Bewegungsmelder. Die machen auch sehr viel Spaß, einfach zu benutzen, einfach zu programmieren. Dann, oh, das hier ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingssensoren. Den muss ich gerade mal zeigen. Das ist ein DHT22 kombinierter Wärme- und Luftfeuchtigkeitssensor. Schaut mal in meiner Playlist das Humidorium rein, dann wisst ihr, wofür man sowas verwendet. Ja, im Grunde genommen ist das schon fast das Wichtigste. Was noch ganz geil ist, vielleicht für einen Anfang, sind solche LDRs, lichtabhängige Widerstände. Alternativ kann man auch Fototransistoren verwenden, die sehen aus wie LEDs. Auf jeden Fall irgendwas, was Helligkeit misst. Da kann man schön damit rumspielen bei den ersten Experimenten, das ist ganz gut. Aber um es nochmal so zusammenzufassen, wirklich gut für einen Anfang, Helligkeitssensoren, diese Abstandssensoren und Bewegungssensoren, die PIRs. Wenn man die hat, dann kann man eigentlich schon mal eine ganze Menge Spielzeug machen, das ist schon mal wirklich nett. Nächste Kiste, was haben wir hier? Das hier ist ein alter Favorit zum Thema. Ich habe jetzt diese ganzen Sachen auf meinem Mikrocontroller programmiert. Ich möchte jetzt auch irgendwas sehen, was es tut. LCD-Module. So ein Modul hier,
das zwei Textzeichenreihen a 16 Zeichen hat. Das wird hier mit so ein paar Pins einfach angeschlossen, kann man gut aufs Breadboard stecken. Kostet bei eBay vom Chinesen 1 € pro Stück. Es ist relativ leicht, die Dinger zu zerschießen. Ich habe mir deswegen bei meiner letzten Bestellung gleich mal ein paar mehr davon bestellt. Ich glaube, hier sind 10 Stück drin. Aber da sie so billig sind, ist es jetzt nicht so schlimm. Und die Teile haben echt den riesengroßen Vorteil, dass man seine Schaltung mit einer Ausgabe versehen kann, wo man dann auch was sieht, wo man Feedback bekommt. Meiner Meinung nach eigentlich eine der wichtigsten Sachen, die man schon ziemlich frühzeitig sich auch zulegen sollte. Diese Module da sind echt super. So, und bevor wir zu meinem Kistchen mit dem Lötzubehör kommen, habe ich noch einen Meta-Hinweis: Tütchen. Ihr braucht Ziploc-Beutel. Ohne Scheiß. Ihr werdet euch zwar, wenn ihr die hortet, ein bisschen vorkommen wie ein kleiner Drogendealer, aber hey, ihr habt halt auch Tütchen mit geilem Zeug. Ja? Ist halt so. Kann man am Anfang mal ein paar kaufen, aber wenn man eine Zeit lang sich immer mal wieder Zeugs irgendwo bestellt hat, beispielsweise bei so einer Münchner Firma, Münchner Südosten, da hier, ich mache mal ganz unauffällig Werbung, dann habt ihr irgendwann mal genug von denen, aber hebt sie immer auf. Die braucht ihr. So, wir haben es fast. Ihr habt es beinahe geschafft. Der letzte Abschnitt ist über Material zum Löten. Nehmen wir mal an, ihr seid tatsächlich über den Punkt raus, wo ihr nur noch auf dem Breadboard steckt. Jetzt wollt ihr Zeugs zusammenlöten. Löten, 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 löten. Dann braucht ihr in erster Linie Lötzinn. Ihr braucht gutes Lötzinn. In diesem Fall hier, es ist ja schon fast subversiv, es handelt sich um Lötzinn der amerikanischen Firma Kester. Und zwar, wie man hier unten sieht, 63% Zinn, 37% Blei, gefährlich. Fließt besser als das bleifreie Zeug, hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als das bleifreie Zeug, macht schönere Lötstellen als das bleifreie Zeug. Also, auch wenn mir immer wieder beispielsweise von Paul gesagt hat, dass bleifrei super ist, ich glaube es einfach nicht. Ich löte verbleit. Wenn ihr Zeugs gelötet habt mit Lötzinn, sei es bleifrei oder verbleit, dann braucht ihr gelegentlich auch mal das hier. Das ist eine sogenannte Entlötlitze. Das ist was sehr, sehr Schönes. Ihr nehmt einfach einen Lötkolben und drückt diese Entlötlitze heiß auf die Stelle, wo was weg soll. Kapillareffekt, saugt das Lötzinn hier rein, schnippst einfach den Rest hier dann mit dem Seitenschneider weg. Ist super, um Teile auszulöten. Ich habe zwar auch so eine komische Entlötpumpe, aber ganz ehrlich, vergesst die Teile, sind kacke. Entlötlitze, voll super. Gelegentlich braucht man sowas hier. Das ist ein Flussmittelstift. Flussmittel ist letztendlich eine Substanz, die ist auch in den besseren Lötzinn bereits drin, die dafür sorgt, dass oxidierte Kontakte gereinigt werden beim Löten und einfach das Lötzinn besser fließt. Eigentlich, also bei den Sachen, die ich so mache, brauche ich relativ selten noch zusätzlich Flussmittel zu dem, was im Lötzinn drin ist. Aber wenn man mal was braucht, dann ist so ein Stift hier echt gut. Kann ich empfehlen, kostet ein Zehner, ist gut investiertes Geld, hält wahrscheinlich für immer. So. Wir haben jetzt die Kabel, wir haben das Lötzinn, wir haben das Flussmittel. Und eigentlich so die letzte Sache, die ich noch anmerken will, die man unbedingt braucht, sind Schrumpfschläuche. Da kauft man sich am besten so ein Sortiment wie das hier und wenn dann irgendwann mal was leer ist, hat man ja gemerkt, was man am meisten gebraucht hat, da kann man dann nachkaufen. Die Dinger hier nimmt man, um Kabel, die man zusammengelötet hat, zu isolieren. Da haut man einfach ein Stückchen Schrumpfschlauch drauf, macht es warm, dann schrumpft der zusammen und man hat eine vernünftige Isolierung, kommt richtig gut. Kostet nicht die Welt, Schrumpfschlauch-Sortiment unbedingt kaufen, braucht ihr von Anfang an. Wow, das ging schnell. Wir sind durch. Was mache ich denn jetzt? Verdammt, die wirklich guten Ideen kommen mir immer viel zu spät. Ich hätte die Filmreihe Gregors Grundausstattung nennen sollen. Das wäre ein total geiler Titel gewesen. Gregors Grundausstattung ist cool. Verdammt.